Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Du willst wissen, wie du am besten dein MacBook vor Kratzer schützt? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe hier zwei unterschiedliche Sachen, die ich nutze, eigentlich zugleich. Und zum einen habe ich mir hier so eine Hartschale zugelegt von Fintier. Die bringt man dann schlicht und ergreifend auf dem MacBook drauf. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Sache. Ich habe das hier für meinen MacBook Air mir geholt. Ist relativ stabil. Unten habt ihr dann auch noch Lüftergitter. Passt eigentlich wunderbar. Link findet ihr dann natürlich unten. Also man bringt das quasi hier oben an. Zum einen schön einrasten lassen. Und dann natürlich im unteren Bereich. Da würde ich natürlich erstmal sauber machen. Mit einem Tuch, das soll auch ein bisschen gut ausschauen. So, und dann wird das andere hier angebracht. Auch sehr wichtig, dass ihr das ordnungsgemäß anbringt. Und schwupps, habt ihr hier schon einen wunderbaren Erstschutz für euer MacBook. So, alles schön eingerastet und dann passt es auch wunderbar. Perfekt. So schaut dann das Ganze komplett aus. Ihr habt das quasi schön eingepackt. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann ist, wenn es ein bisschen wärmer ist, ob die Wärmeableitung reicht. Ich bin dann noch etwas skeptisch, weil ja, wie gesagt, das Alu-Case hier zum Beispiel bei einem MacBook Air zur Wärmeableitung mit dient. Okay, dann habt ihr noch einen Nachteil. Hier vorne habt ihr die Schutzhülle anliegend. Wenn ihr einen USB-C-Hub direkt nutzt, der hier reingeht, stößt dann die Kante an. Ihr müsst dann ein anderes System euch zulegen, was eben halt mit dem Stecker arbeitet, oder mit dem Kabel besser gesagt. Der ganze Spaß kostet euch 13,99 bei Amazon. In der Werbung normalerweise so um die 18,99. Also ich finde, ist eine gute Sache. Mein zweiter Schutz, den ich dann habe, wenn ich dann mal unterwegs bin, möchte ich ja schließlich auch das MacBook Air ordentlich transportieren. Ich habe hier so eine Tasche mir geholt aus dem Hause Inatec, kostet auch um die 18,99. Ihr bekommt zusätzlich zu dieser Tasche, ist für 13 Zoll Laptops geeignet, auch fürs MacBook und Surface sozusagen, nochmal eine weitere Aufbewahrungstasche für Netzteil und Co. Also hier könnt ihr dann schön euer Netzteil reinmachen und das passt. Ihr habt hier vorne dann noch so eine Tasche, wo ihr dann eben halt Unterlagen, Karten und so USB-Stecker und Hubs und sowas reinmachen oder Hubs reinmachen könnt und so weiter und so fort. Das Ganze passt dann hier wunderbar rein. Und wenn man natürlich nur ein Stromkabel mitnimmt, braucht man die Tasche eigentlich gar nicht. So. Okay. Das waren dann eigentlich meine Tipps für euch, wie ihr euer MacBook ein klein wenig schützen könnt, vor allem vor Kratzer und so weiter und so fort. Ich finde es zwei gute Sachen. Ich mache das immer so. Natürlich lässt sich dann bei dieser Hartschale dann nicht vermeiden, dass irgendwann mal ein paar Kratzer rankommen. Ist logisch, aber was soll's, lieber dort als wie mein MacBook. So, das war's dann schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und vielleicht lasst ihr noch ein Abo da. Wir sehen uns dann wieder demnächst auf diesem Kanal. Ciao, ciao und bye bye. Sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute.